Und zwar so, haben ein bisschen gerade verpeilt hier aufzunehmen, also ich. Deswegen ist er jetzt schon erledigt, der kleine Wichser hat nur einen Versuch gebraucht. Und es geht weiter. Tot. Wurde er etwa gebissen? Kann es sein, dass es irgendwie meine Schuld war, dass er mutierte? Ich will ja einfach nur so schnell weg. Nur schnell weg. Los, Brando. Sehr schön erledigt. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, gleich als allererstes mal speichern, ne? Ne, erstmal quatsche ich die noch an. Okay. Müssen wir nur dran denken. Sag mal, Dave, willst du mich verarschen? Ja, Dave. Was ist denn, Ethan? Du hast mich in eine Todesfalle gelockt, Mann. Gib zu, du wusstest, dass du wusstest das und hast es mir verschwiegen. Überall diese Infizierten, Leichen, Blut und sogar einer von Team Rocket war dort. Was? Ethan? Ich schwör's dir, ich hatte wirklich keine Ahnung. Das ist kein Fragezeichen hinter Ethan, sondern ein Ausrufezeichen. Was? Ethan? Geht es dir und deinem Igelhaar gut? Das war ganz gut. Ja, wir haben den Turm wieder in Gang gebracht. Ich hoffe, du bist zufrieden. Punkt, Punkt, Punkt. Moment mal. Team Rocket? Was macht denn Team Rocket hier in Ducatia City? Es war nur ein Einzelner, einfach jemand, der überleben wollte. Jetzt ist er tot. Wollte? Er hat sich geschafft. Okay, nicht so wichtig. Team Rocket halt. Aber du hast das Mobilnetz in Ducatia City wiederhergestellt. Und die Mühe wird sich sicherlich lohnen. Aber Ethan, es tut mir wirklich leid. Ich hatte keine Ahnung, wie schlimm es dort war. Ich dachte, den Stromausfall würde keiner daran denken, in den Radioturm zu gehen. Scheiß drauf. Ich möchte jetzt wissen, wie es in Neuborica aussieht. Neuborkia! Neuborkia, oh hey. Ich ruf sie am besten jetzt mal an. Genau, ich rufe sie an. Ja, erstmal abspeichern und dann anrufen, würde ich sagen. Speichern! Auf Datei 1. Brando! Als erstes rufe ich Christa an. Oh. Der Gesprächspartner? Ah, oh, verdammt. Mama oder Lind? Lind. Mami! Lind. Ruf mal zuerst Mami an. Lind ist wichtiger als Mama. Mami kannst du sowieso nicht anrufen. Mama ist tot. Ich will Lind sprechen. So, viel Spaß. Geil. Seine Angestellten sind noch zu Zombies geworden. Oh, hallo, Professor Lind am Apparat. Wer ist da? Professor, ich bin es, Ethan. Ethan? Wie geht es dir? Bist du okay? Mir geht es soweit gut. Alles in bester Ordnung. Gott sei Dank! Da bin ich ja erleichtert. Wie sieht es in Neuborkia aus? Hallo, das muss ich sagen. Wie geht es meiner Mutter? Neuborkia! Mutter! Christa! Achso, da warst du noch gar bei nicht. Bei euch! Deiner Mutter geht es gut! Keine Sorge! Alle Leute in Neuborkia sind wohlauf! Aber leider hat sich Christa schon vor Tagen auf die Reise gemacht. Ich habe bisher nichts von ihr gehört. Hör zu, Ethan. Das Funknetz ist fast in ganz Johto ausgefallen. Ich hatte schon vor Stunden versucht, dich zu erreichen. Ich habe hier das einzig funktionierende Mobiltelefon. Nottelefon. Die Mistung. Ja, okay. Sonst wird es wohl hier niemanden geben, der erreichen könnte. Das heißt, ist diese Seuche in ganz Johto ausgebrochen? Ich schätze schon. Wo befindest du dich gerade? Hast du eine sichere Unterkunft? Ja, ich bin in Ducatia City in einem Bunker mit ein paar anderen Überlebenden.
unter anderem Adolf Hitler hier, aber der hat sich schon die Kugel gegeben. Genau, die Stadt ist voll mit diesen Infizierten. Wir versuchen eine Lösung zu finden, hier zu entkommen, bevor es noch gefährlicher wird. Wüssten Sie, wie wir hier wegkommen? Haben Sie nicht noch irgendein Pokémon übrig, mit dem Sie uns helfen können? Tut mir leid, Ethan, aber ich bin leider genauso machtlos wie du. Als die Leute von der Apokalypse der Untoten erfahren haben, die Stimme verändert sich von dem Fall. Irgendwie, ja. Haben die meisten ihre Pokémon aus ihrem Lagersystem abgehoben und das weitergesucht und dann das weitergesucht. Die Leute waren besonders besessen darauf, ihre Flug- und Wasser-Pokémon mitzunehmen. Ich weiß gar nicht warum. Einfach aus dem Grund, immer in Bewegung zu bleiben und sicheren Abstand zu bewahren. Aber viele bedachten nicht, dass auch Pokémon mal schlafen und essen müssen. Für viele Trainer wurde diese Methode zum Verhängnis. Ich habe hier leider kein einziges Pokémon mehr übrig, das dir helfen könnte. Oh nein. Gibt es denn keine Möglichkeit? Keine einzige? Wie gesagt, mir sind die Hände gebunden. Jetzt ist der Italiener scheiß die Wand an, ey. Tut mir leid, Ethan. So, dann wäre Italiener. Tut mir leid, Ethan. Aber es ist gut, dass du sicheren Schutz gefunden hast. Ich muss auf jeden Fall noch einen Italiener machen, klar. Ich denke, du bist fürs Erste sicher. Wie weit zu dem Mond? Da glaube ich, war am Ende auch irgendwie einer. Professor, wissen Sie, was da vor sich geht? Wo kommen diese Untoten her? Wissen Sie vielleicht, wie das alles zustande kam? Nein, diesbezüglich habe ich keine Information. Was oder woher diese Infektion kommt, ich habe keinen blassen Schimmer. Wissen Sie, ob es Hoffnung auf Heilung gibt? Bisher gibt es dazu noch keine offizielle Stellungnahme. Aber ich erforsche gerade selbst an der DNA dieser Biester. Ich habe schon vor Stunden meinen Assistenten losgeschickt, um mir einen Kadaver bringen zu lassen. Er müsste bald wieder zurück sein. Vielleicht finde ich eine Lösung, diese Infektion zu stoppen. Sag, Ethan, wie geht es eigentlich deinem Pokémon, Igelava? Brando? Dem geht's gut. Lava, Lava! Sehr gut, das freut mich. Perfekt. Ja, wir bekämpfen diese Untoten gemeinsam. Ich habe es gut trainiert. Das kann nur Kratzer. Du bist scheiße, Ethan. Ihr bekämpft sie? Ethan, ich wäre damit sehr vorsichtig. Ein Lebewesen, das einmal von diesen Untoten infiziert wird, wird selbst zu einem Untoten. Interessanterweise habe ich aber herausgefunden, dass diese Infizierten manchmal sogar ein Stück Erinnerung aus der Zeit als Lebende besitzen. Das heißt, dass Mensch oder Pokémon sich manchmal brüchig daran erinnert, wer oder was sie waren. Ich habe auch schon infizierte Pokémon gesehen, die sogar noch einige ihrer Attacken beherrschten. Nichtsdestotrotz sind es gefährliche Biester, die versuchen, lebendiges Fleisch zu fressen. Ob mit oder ohne Erinnerung. Wir werden vorsichtig sein, versprochen. Aber wir hätten sie nicht anrufen können, hätte Brando und ich nicht den Radioturm wieder eingeschaltet. Oh, mein Assistent ist wieder da. Nun gut, wenn es hilft, euer Überleben zu sichern. Ethan, da fällt mir was ein. Etwas Wichtiges, das ich dir noch sagen muss, bevor ich gleich gefressen werde von dem Zombie, der mein Assistent mal war. Nur die wenigsten scheinen es zu wissen. Jeder, aber auch wirklich jeder, egal ob Mensch oder Pokémon, den du in der Jade-Region angetroffen hast. In der Johto-Region angetroffen hast. Sogar wir selbst, jeder von uns ist... Was? Schwul? Behindert? Ein Zombie? Ein Zombie? Infiziert wohl? So wie bei Resident Evil so ähnlich. Alter, was machen wir da mit Brando? Brando? Professor? Oh, das ist ganz schön warm. Was ist passiert? Warum ist mir so plötzlich so warm vor den Eiern? Das hört sich nicht gut an. Oh Gott. Ich hoffe, es geht ihm gut. Das Zerfleisch hat sich nicht gut angehört. Genau. Ich hoffe, er hat überlebt. Naja, er ist jetzt untot, er lebt noch. Er lebt und tot weiter. Und was war? Wie lief es? Was hat der Professor gesagt? Er meinte, er kann uns nicht helfen. Und dass er auch nicht weiß, woher diese Infektion kommt. Er wollte mir eben noch einmal was sagen, aber das brach die Verbindung ab. Ich glaube, irgendetwas ist dort passiert. Ich weiß aber nicht was. Oh, verdammt!
Das hatte ich mir nicht so erwartet. Das hatte ich mir nicht so erwartet. Der stand da. Scheiße, verdammt, echt. Echt jetzt. Ja, wenn sie da reinbeißen. Ehrlich jetzt. Es tut mir schrecklich leid. Nein. Aber wie es aussieht, müssen wir weiterhin unser Überleben hier sichern. Believed. So. Nein. Wir können jetzt nicht aufgeben. Hörst du? Wir geben nicht auf. Komm nachher zu mir. Nein. Dann schauen wir, wie wir die Lage hier vorantreiben. Ja. Komm zu mir und treiben. Ja, ich komm bestimmt. Nee, er treibt Isen vor sich. Ja, pam, pam. So. Dieser Team Rocket Typ. Musste ich ihn wirklich töten? Was war mit mir los? Ich war so besessen davon, ihn zu töten. Er war ein lebender Mensch. Das bin einfach nicht ich. Was ist bloß passiert? Das ist irgendwie schon wieder die andere Stimme. Ich krieg das schon völlig durcheinander, ey. Scheiß Schizophrenie hier. Ich muss meine Gedanken wieder ordnen. Aber darf nicht zu jemandem werden, der ich nicht sein will. Ich darf nicht vergessen, wer ich bin und was ich werden will. Viele Gedanken. Ich bin Ethan. Und ich möchte Pokémon-Meister werden. Aber ob in so einer Welt je solch ein Traum noch wahr werden kann. Scheiße, Mann, ich bin schneller als der Text, das nervt voll. Wird es denn für immer so auf dieser Welt bleiben? Ja. Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Boah, continue. Ich hoffe nicht. Ja, und das geht wirklich, glaube ich, in der nächsten Folge weiter, oder? Wie lange haben wir jetzt auch? Ja, jetzt einfach mal ab. Genau, abspeichern ist gut und dann schneide ich das mit dem letzten zusammen und ja, würde sagen, bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.